Hallo Leute, herzlich willkommen auf unserem Kanal. Und zwar ist das heute Terrassenarbeit Teil 2. Yo, was geht ab? Genau, wir bereiten jetzt die ganzen Pflanzen vor und tun die, wie nennt man das jetzt, umtopfen oder um? Nein, also die standen über den Winter auf der Terrasse. Umtopfen kann man es nennen. Wir tun halt die alte Erde raus, neue Erde rein. Genau, wir machen das alles neu, damit es frisch ist und damit es auch schön aufblühen kann. Und genau, wir hoffen einfach, dass wir heute damit fertig werden, ne Schatz? Yes. Heute aber arbeitest du mit, gell? Nicht so wie gestern. Ich habe da auch mitgearbeitet, ja, aber halt nur ein bisschen weniger. Du kannst ja mal ein bisschen mehr machen, gell? Mhm. Sobald du dich hinsetzt, setze ich mich auch hin. Okay. Also Leute, dann bleibt dran und wir hoffen, dass es heute zum Ende kommt, Schatz, ne? Ui. So. Jetzt fangen wir mal an. Wir haben die ganzen Solarleuchten hier auf den Boden gelegt, damit die sich jetzt bei der Sonne aufladen. Und am Ende tun wir die dann in die einzelnen Pflanzen reinstecken. Diese Blumen, die hatte ich letztes Jahr von, ich glaube, ihr könnt es erkennen? Ja, von Lidl geholt. Leute, die sehen so schön aus in den Blumentöpfen. Und wenn die Blumen dann auch aufblühen, richtig schön und gemütlich, wirklich. Genau, das hier. Der Handwerker hat seine Gummihandschuhe an. Ich ziehe einmal die Erde mal auf den Boden und vermische alt und neu zusammen. Genau, wir wollten jetzt nicht umsonst Müllbeuteln verschwenden und drunterlegen. Wir tun es dann einfach am Ende aufschaufeln. Das ist aber nicht schlimm, Schatz. Das wird Gartenschere geben. Nein, Schatz. So Leute, wir starten dann jetzt mit dem ersten Blumentopf. Gib mal das. Da sind jetzt bestimmt voll die Viecher drin, Schatz. Ich schwöre, pass auf. Ich komm die Karte, Baby, du machst auf mich. Hey, sind die Chinata dran? Kann ich nichts machen, Baby? Mach langsam. Kannst du mir dann auch Handschuhe bringen, bitte? Ich habe jetzt keine Lust, nochmal aufzustehen, Baby. So, die bringt jetzt ein Glas Red Bull. Zack, zack. Und meine Zigarette auch gleich mitbringen. Und dein Handschuh gleich mitnehmen. Nee, ich will's trinken. Habibi. Heide. Ja, jetzt muss man warten. Ich muss meinen Handschuh anziehen. Das sind diese scheiß Gummihandschuhe. Die gehen nicht rein, wenn die nass sind. Sakare. Ich sag gerade die richtige. Oh. Aschkam, wo sind meine Handschuhe? Guck mal. Hier, ja, auf dem Tisch. Ganze Packung. Element Taxana. Hatte. Element Taxana. Hatte. Zieh deine Ringe aus, die machst du die Handschuhe kaputt. Du musst sowieso hier waschen, wie gesagt. Oh mein Gott, das kann ja Stunden dauern heute. So, jetzt. Warte. Jetzt Mund auf. Mund auf. Naja, ich glaube, extra habe ich das jetzt rausgemacht, Resmania. Ja, machst du wieder richtig rein? Ja, ich weiß nicht, wie das geht. Nee. Aber ich habe es gemacht. Nee. Schatz, jetzt hätte kommen. Wo ist das Ding? Dort. Wo? Dort auf dem Gitter vorne. Ach so, sein auch Schlauch und Getisch? Mach ich.
Mach das schön. Denn innen kommt ja wieder Erde rein, das wird ja wieder dreckig. Mach das schön. Schön machst du das. Soll ich hier auch schrubben? Nee. Mit Pressen. Parlasma. Muro yeşilliklerin arkasında. İçinde. İçinde. Schatz, jetzt brauche ich es nicht mehr heben, oder? Nein. Bırak. Leute, das erste ist schon fertig. Ich hab's auch zugeschnitten. Wir können nicht mehr. Wir sind am Ende, wirklich. Das Wetter ist auch so warm gerade. Also wir haben jetzt, ich zeig's euch. Den hier haben wir fertig, den haben wir fertig, der ist fertig. Dann haben wir den und den auch schon fertig, auch geschnippelt, so wie ihr erkennen könnt. Jetzt können die richtig Schatz, schön. Bummel! Aschkom, was? Was ist das? Kartoffeln. Kartoffeln, ma? Schatz, warum ist das so? Die Wurzeln, Baby. Sieht echt aus wie Kartoffel. Soll ich dir heute Abend Kartoffelbraten machen? Ah nee, das kannst du selber essen.
So Leute, wir sind jetzt eigentlich so gut wie fertig. Ein paar Kleinigkeiten fehlen. Wir haben es doch nicht geschafft, Erde holen zu gehen. Wir sind nämlich Fix und Foxy, Schatz, ne? Ja, Baby, übel, aber. Wir haben jetzt diese Boxen wieder zurück. Also wir haben viele Sachen hin und her geschoben und dann komplett die Terrasse einmal durchgefegt. Und das hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Und wir haben viel geputzt, aufgeräumt und auch vieles getestet, so wie gesagt. Hier sieht es von der Ecke aus. Hier sieht man nämlich die komplette Terrasse nach hinten zu. Wir haben wirklich sehr viel geschafft und sehr viel Ordnung gebracht. Genau, hier haben wir jetzt drei Töpfe, die was übrig sind. Da gucke ich mal im Nachhinein, ob ich da irgendwie nochmal Pflanzen kaufe oder nicht. Ansonsten stelle ich es unten im Keller oder Abstellraum ab. Mal schauen. So wie ihr erkennen könnt, sieht es ganz ordentlich und sauber aus. Ich habe jetzt vorübergehend mal die Pflanzen hier gelassen, weil normalerweise waren meine ganzen Pflanzen ja hier aufgestellt in einer Reihe. Genau. Dann habe ich die Blumen hier dran gemacht. Die hatte ich euch ja vorhin erwähnt gehabt. Die leuchten so schön am Abend, sobald es dunkel wird. Genau, mein Mann hat jetzt die Solarleuchten hier oben dran getackert. Das sieht echt schön aus. Und genau, hier unsere Pfandflaschen, Grill, so ein kleines Tisch hat mein Mann selbst gebaut. Hier ist unser Gartenzeug. Hier sind Isomatten, Hausschuhe, Solarleuchten drin. Hier Shisha und was war da noch? Also ein paar Sachen, die was halt zur Terrasse, zum Garten, genau, benötigt werden. Und so sieht das Ganze aus. Also ich finde es wirklich mega schön. Ach übrigens, dieser Topf, Leute, der ist so schwer. Also den kann man echt schwer vom Fleck bewegen. Deswegen steht der jetzt erstmal da. Und genau, also wir sind sehr zufrieden. Wir haben wirklich... Über 6 Stunden haben wir heute hier geschafft, aber das Endergebnis ist einfach schön, sauber und wir fühlen uns jetzt wohl. So Leute, wie gesagt, ich gönne jetzt mir meinen Kaffee und mein Mann kann noch ein bisschen schaffen. Gell, Schatz? Ja. Dann würde ich sagen, wir beenden den Vlog heute hier. Und wir hoffen, dass es euch ganz viel Spaß gemacht hat beim Zusehen. Und hoffentlich gefällt es euch auch. Und falls ihr irgendwie Änderungsvorschläge habt, wie ihr es vielleicht schöner oder besser findet, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Und ein Like und ein Abo sollten drin sein, denn es ist was? Dann sehen wir zu einem weiteren Vlog. Macht's gut. Bis dann. Ciao.